So, ich mache den zweiten Teil heute. Und dann fast genug. Ich bin Toni. Ich wohne hier an einem Bauernhof in Süditalien. Das heißt Casa Esmeralda. Mit meinen Hunden und meinen Hühner. Und heute ich bin mit meinem Stil, meiner MS261, mein Lieblingssäge. Und so gehen wir jetzt weiter. Stil MS261CM. Wir machen den zweiten Baum jetzt. Der ist nicht so groß wie der erste. Der erste habe ich schon geschafft. Sehen wir, wie das geht. Ja. Ich habe viele Bäume hier. Gerade 1,45 Hektar. Und als drei Viertel sind alle Bäume. Frucht, Oliven, alles möglich. Okay.
Geschafft? Ja, sehr guter Segi. Ich glaube, das ist genug für heute. So, man muss vorsichtig sein. Wenn man ist müde, hat einen Hunger, man muss aufhalten. Aufhalten. Aber ja, wir werden das heute dann sehen. Und nette schön will ich dann weiter. Die sind meine Oliven hier. Und dieses Jahr, ich habe fast nichts von diesen Bäumen geerntet, aber die sind gut. Dann ich habe mehr Oliven. Und da auch hier, das ist ein Birnenbaum. So, das wird sich gut. Viel Sonne und ein bisschen Wasser. Würde ich vier Birnen dann dran haben dieses Jahr. Das ist ja nicht so viel, aber Sie können sehen, also ja, dass die Blumen kommen jetzt. Gewitter kommt. Ich muss ein bisschen aus mich selbst Holz schneiden und so. Aber habe ich fast gute und alles ist fertig. Habe ich einen Monat Arbeit hier. Allein. Okay, so. Ich wünsche euch alle dann einen guten Tag. Euch liebe. Wiedersehen, wiederhören. Servus und ciao aus Süditalien.
And when you like this video, mach eine Gefällt mir unten und subscribe to my channel. Danke.